Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman zurück mit, einer, mit einem neuen PSA-Reveal. Und ähm, eine kleine Spoiler-Warnung, äh, dieses Mal habt ihr die Karten nicht vorher bekommen. Also wenn ihr auf die Economy-Submission vom 31. Mai wartet, schaut euch das Video nicht an, wenn ihr nicht selbst überrascht werden wollt zu Hause. Und dann fangen wir doch erstmal mit meiner Karte an in der Submission und äh, Submission. Und das ist Tyrese Maxi mit dem Mosaic Autograph. Hier die äh, Red and Yellow Fusion Choice Variante, also Short Printed, Pop 5. Und hier gab es eine PSA 10, mega nice. Und dann machen wir weiter mit dem Tobi. Und der Tobi hat eingereicht: einmal Cole Anthony, Flawless Collegiate, äh, Gold auf 10, richtig nice. Hier gab es eine PSA 9. Dann kommen wir zum guten Torben. Und der Torben hat eingereicht. Einmal äh, Steph Curry für seinen Rainbow, für seinen Donald's Choice Rainbow. Hier Red Choice. Es gab eine PSA 10. Und als zweites eingereicht Scotty Barnes. Ebenfalls Red Choice. Rated Rookie auf 99. Und hier gab es ebenfalls eine 10. Team Color Match. Absolutes Brett. Glückwunsch, Torben. Machen wir weiter mit dem Thomas. Und der Thomas hat vier Karten eingereicht. Und wir bleiben direkt bei Donald's Choice, Black and Gold Choice. Die müsste auch bei mir im Break gezogen worden sein. Auf 8 das Ganze. Und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch dazu, Thomas. Dann kommen wir zum guten Ant-Man. Mit einmal Blue Wave, Prism, Team Color Match. Hier gab es eine PSA 9. Bleiben wir doch direkt auch beim Ant-Man. Und dann haben wir wieder Red and Green Choice. Dieses Mal Mosaik. Und hier gab es eine PSA 10. Auch ein absolut nices Brett. Glückwunsch, Thomas. Und äh, das war es noch nicht ganz. Gab auch noch einmal Kate Cunningham mit dem Holo, Holo Orange Laser. Super, super sicker Karte auch. Hier gab es eine PSA 10. Wir machen weiter mit dem Robin. Der Robin hat eine One of One eingereicht und es ist aus äh, Futera. Heritage Rainbow One of One Kai Havertz und hier gab es eine PSA 9. Dicke, dicker, dicker stock natürlich immer schwierig, ihr wisst es. Ich nicht mehr dazu sagen. Wir haben den guten Philipp und er hat eingereicht Joe Burrow mit der Honeycamp, dem Honeycamp-Mosaik. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir den guten Pascal. Er hat eine Karte eingereicht und es ist der gute Zion Williamson mit dem Celestial, mit dem Rookies aus Spectra auf 99. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir den guten Michael. Der Michael hat eingereicht. Den Ant-Man mit dem Silver Prism. Silver Prism Rookie. Hier gab es eine PSA 9. Und dann haben wir den guten Matthias. Matthias hat eingereicht. Zweimal die gleiche Karte. Trey Lance Orange. Äh, das müsste auf 10 sein. Hier gab es eine PSA 9. Genau, auf 10 das Ganze. Hier gab es eine PSA 9. Und die gleiche Karte nochmal. Hier gab es leider auch nur eine PSA 9. Oder was heißt nur? Aber eine 10 hättest du dir wahrscheinlich mindestens erhofft. Und dann kommen wir zum guten Mac Jones mit dem Reactive Orange, NFL-Debüt. Hier gab es ebenfalls eine PSA 9. Dann kommen wir zum Martin. Martin müsste 5 Karten ungefähr eingereicht haben. Und wir haben erstmal Luca Doncic mit, dem Revolu mit der Revolution Base. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir LeBron James. Müsste First Year Prism sein. Die Base-Karte von LeBron gab eine 9. Wir haben einmal Zion mit der Prism Rookie Base und hier gab es eine PSA 10. Dann kommen wir zu Trae Young und das ist Rated Rookie Optic Lime Green auf 149, auch eine super, super sicke Karte. Hier gab es eine PSA 9. Und wir haben den guten janis mit einem Select Rookie. Select Rookie Base und hier gab es ebenfalls eine PSA 9. Wir machen weiter mit dem Mark und der Mark hat eingereicht. Mark W ist es. Danach kommt Mark D. Mark W hat eingereicht eine Prism Base von Lamello Ball. Hier gab es eine PSA 10 und hat eingereicht Steph Curry White Mosaic National Pride und äh, hier gab es eine PSA 9 auf 25 das Ganze. Super schöne Karte. Und wir machen weiter mit Mark D, wie angekündigt. Und Mark D hat eingereicht den Ant-Man mit dem Orange Laser. Also vorhin die Kate Cunningham dabei gewesen. Jetzt der Ant-Man. Und hier gab es eine PSA 10. Sehr schönes Ding. Und Jamorand mit dem Hyperpink. Optigrated Rookie. Ebenfalls eine PSA 10. Auch ein absolutes Brett. Sehr, sehr nice. Glückwunsch dazu. Dann geht es weiter mit dem Mike. Der Mike hat zwei Karten eingereicht. Einmal Justin Herbert, Prism Black Base Rookie aus Chronicles. Hier gab es eine PSA 9. Und dann gab es Connell Powell mit dem Gloves Brand Logos aus Immaculate auf 15. Hier gab es tatsächlich eine PSA 10. Absoluter Wahnsinn. Ich dachte, hier unten wäre eine Beschädigung. Aber es ist der Schuh des guten Mannes, der da rausguckt. Ähm, absolut nice. Super, super schwer zu graden, Immaculate. Und dann eine 10. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mike. Ich denke, das wird was für die PC sein. Und dann machen wir weiter mit dem Juli. Und der Juli hat eingereicht einmal Paul Wanner aus dem Bayern Teamset mit der Red auf 5. Und hier gab es eine PSA 9. Und dann hat der alte Tyrese Maxi Lover eingereicht auf 99. Prism Purple Rookie Tyrese Maxi. Und bang, hier gab es eine PSA 10. Let's go. Let's freaking go. Was eine Monsterkarte. Glückwunsch, Juli. So rum das Ganze. Weiter geht's mit Jan. Jan hat drei Karten eingereicht. Wir haben einmal Mo Salah mit dem Green Lava und die ist ebenfalls auf 5. Green Lava, ein bisschen sieht man den Effekt auf jeden Fall. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir einmal mit Magic Johnson. So rum das Ganze mit dem Hoops Signatures auf 25. Hier gab es eine PSA 9. Super, super schöne Karte. Magic Johnson und der gute Franz. Der gute Franz mit der 1 von 49. Chronicles Draft Picks. Blue auf 49. On-Card Autograph. Und hier gab es eine PSA 8. Ich kann es nur wiederholen: Franz Wagner Karten unmöglich zu graden. Vor allen Dingen die On-Card Autographs. Ich weiß nicht, was der gute Mann oder was Panini damit gemacht haben. Hartmut S. hat eingereicht. Drei Karten. Und wir haben einmal Lamello Ball, Rated Rookie Base. Hier gab es eine PSA 9. Den Ant-Man mit der, mit der Donalds Rated Rookie Base und hier gab es eine PSA 10. Und zu guter Letzt Kyler Murray. Und das Ganze ist aus National Treasures. Stars and Stripes äh, auf 11. Müsste First of the Line sein, glaube ich sogar. Bin mir nicht sicher. Hier gab es eine PSA 9. Sehr, sehr schön. Und dann geht's weiter mit Dominic. Der Dominic hat eine Karte eingereicht. Und auch hier ein absolutes Brett Glückwunsch Dominik zur PSA 10 75 Jahre NBA Jubiläum auf 75 Kate Cunningham Hoops Rookie und wir machen weiter mit dem Dennis und der Dennis hat drei Karten eingereicht wir haben eine Rated Rookie Base von Luka Doncic hier gab es eine PSA 9 LaMelo Ball mit dem Purple Hoops Rookie hier gab es ebenfalls eine PSA 9 und Tyrese Maxey auf 249 Rookie Signature Silver Prism würde ich das Ganze mal nennen, aus Select, sieht sehr, sehr geil aus. Gab eine PSA 9. Und dann geht es weiter mit dem guten Chris. Der Chris hat wieder zwei Karten für die Durant PC eingereicht: einmal Stained Glass aus 2020, Mosaic, hier gab es eine PSA 9. Und auch 25 wieder White, White Mosaic wie die Steph Curry National Pride und hier gab es eine PSA 10. Absoluter Traum, Glückwunsch, Chris. Und dann kommen wir zum vorletzten Einreicher. Wir haben den guten Carsten und er hat eingereicht der Holoblue Laser David Mitchell auf A49. Ist das Ganze? Hier gab es eine PSA 9. Und last but not least, einmal Benjamin mit zwei Mahomes-Karten. Einmal einem Rookie Roundup Blue ist das Ganze. Rookie Force Relic heißt es nicht, Rookie Roundup. Nehme ich zurück. Hier gab es eine PSA 9. Auch schön für eine dicke Karte auf jeden Fall. Eine PSA 9 ist äh, Player One Material. Mahomes Rookie. Nehmen wir doch gerne mit. Und dann gibt es hier noch einmal auf 99 Spectra Celestial ähm, aus 2021. Und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Benjamin. Und das war's für dieses äh, Reveal-Video. Aktuelles Grading Sommerpause. Ab Anfang September könnt ihr wieder Karten einreichen. Und das könnt ihr dann gerne machen über Rickman Breaks Day. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder ihr seht mich gerade gar nicht, aber ihr habt meine Hände gesehen. Oder wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman. Rips.